Pilz. Du hast eine neue Pflanze, Angsthasenpilz, Distanzschütze, der sich versteckt, wenn sich Feinde nähern. Hatte ich das jetzt gesagt, dass ich erkältet bin? Weil deswegen klinge ich momentan nicht gerade besonders vertrauenserweckend. Okay, wir haben hier den Türen oder den Fliegengitterzombie, den Pylonen und den hier. Das heißt, wir nehmen mit den Sonnenpilz, müssen wir mitnehmen, den Pustepilz. Wir haben Gräber. Das heißt, wir nehmen den Grabfresser mit. Die Walnuss, jetzt nehme ich den Hypnopilz doch mit und jetzt natürlich auch zum Ausprobieren den Angsthasenpilz. Und den Stinkpilz. Ja, wegen dem Fliegengitterzombie. Okay, und los geht's. Uiuiui. So, los geht's. Erstmal hier mit loslegen. So, komm. Zack und zack. Und jetzt müssen wir gucken, wo hier der erste Zombie kommt. Nun mach mal hin, ja? Da. Okay. Und weiter geht's. So, komm. Zack. So. Ich habe eben warten sollen, aber wir können ja zur Not eben noch einen anderen Pilz da hinsetzen. Ja klar, kommt der jetzt ganz unten. So, komm, mach mal ein bisschen schneller hier. Na los. Komm schon. Ich brauche Sonnen. Komm, das schaffst du. Ich glaube an dich, kleiner Pilz. Jawohl, sehr schön. Na. Oh, da oben kommt ein Pylonenteil. Dann setzen wir jetzt hier einen Angsthasenpilz hin, weil das ein Distanzschütze ist und der trifft die auch aus der Entfernung schon. Sehr schön. Oh, der knuspert hier zu viel an den rum. Das ist, oh verdammt, noch einer. Okay. Das Problem ist nur, wenn denen hier, den Angsthasenpilzen, die Zombies zu nahe kommen, verpieseln die sich und lassen sich auffressen. Deswegen Angsthasenzombies. Okay, wir fangen jetzt hier mal an, weil wir zwei Wellen haben, hier schon mal die Gräber wegzumachen. Und hier nochmal. Und dann setzen wir hier einen hin. Oh, jetzt hätten wir ihn da hinsetzen sollen. Na gut, dann machen wir hier noch einen kleinen hin. So, die haben wir. Zack. Sehr schön. Könnte trotzdem alles ein bisschen schneller gehen mit den Sonnen hier. Komm schon. Setzen wir die noch davor. Oh je. So, zack. Ich habe es ja mal ganz gerne ordentlich. So, können wir jetzt mal schneller machen hier. Es sind ja einfach zu viele Gräber. Shit. Das ist jetzt bei weitem nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Oh, da ist unser Weihnachtszombie. Wir können ja nochmal einen Silvester-Zombie machen. Bald ist ja der 31. während ich das hier aufnehme. So, pass auf. Machen wir hier oben mal weg. Und dann setzen wir den da hin. Ach, guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Die zweite Welle wird natürlich nicht besser werden. So. So, nur aufpassen. So, den möchte ich ganz gerne hier weg haben. Oh, die kleinen Pilze müssen natürlich dran glauben, geht nicht anders. Aber sieht sonst schon mal ganz gut aus. So, und beim nächsten
was weiß ich, Football-Zombie setzen wir den Hypnopilz mal ein. Ja, vielleicht kriegen wir die Gräber sogar noch ganz weg. Wir schauen mal. So, komm, das auch nochmal eben hier abbauen. Und zack. Komm, wird doch wunderbar. Jetzt gehen wir nur einen hin, die haben doch schon ganz schön viel Power. Und dann hier unten noch einen. Ich bin ja gleich mal auf die zweite Welle gespannt, was dann passiert. Aber ich denke, wenn wir generell müssten wir ganz gut aufgestellt sein. So, der ist hinüber. Dann kommt jetzt die letzte Welle. Und jetzt gucken wir mal eben. Hier kommt bestimmt gleich einer. Na, wo ist er? Da kommt er. Zack. So, und jetzt frisst er nämlich seine eigenen Zombies auf. Aber wir haben es geschafft und haben einen neuen Pilz. Sehr schön, was haben wir denn da? Du hast eine neue Pflanze, Eispilz, lässt vorübergehend alle Zombies auf dem Bildschirm erstarren. Und zwar alle, die in den Lines sind. Das ist schon ganz praktisch. Ach je, okay, wir haben hier einen neuen, den Tanzzombie. Wir nehmen den Sonnenpilz, den Pustepilz, den Stinkpilz. Pilz, den Grabfresser, den Eispilz nehmen wir jetzt mit, den Hypnopilz und den Angsthasenpilz. Und los geht's. Der hat wieder eine besondere Besonderheit, der Tanzzombie. Zeige ich euch dann auch gleich nochmal. Haben wir schon das Lebensmüde hier? Ich lasse uns hier was einfallen. So. Na komm. So, wo kommt er? Da. Okay, jetzt nehmen wir ihn da hin. Oh, macht mal ein bisschen schneller hier. Kommt schon. Na los. Na komm. So. Zack. Oh, die lassen nicht so viel Zeit hier. Macht mal schneller mit euren kleinen Sonnen. So. Jetzt kommt da unten. Oh, ausgerechnet der. Na gut. Du hast es ja nicht anders gewollt. Jetzt wäre schon mal ein Angsthasenpilz hin. Und noch ein Pustepilz. Ja, den schaffen sie. Sehr schön. So, hier auch nochmal einen Angsthasenpilz hinsetzen. Oh, komm. Wir bauen mal so langsam hier unsere Line aus. So, jetzt haben wir die Sonnenpilze, haben wir alle. Oh, jetzt kommt er schon. Verdammt. Okay. Der kann nämlich vier andere rufen. Nicht gerade besonders schön. Und die stellen sich natürlich auch ihm hier so weit in den Weg, dass er nicht angetitscht werden kann. Aber jetzt haben wir ihn sehr schön. Okay. Gut. Dann fange ich jetzt mal an, hier die Grabfresser zu setzen, weil wir gleich schon bei der Welle sind. So, komm. So. Machen wir immer noch eine zweite Reihe mit den Angsthasenpilzen. Und dann bei der Welle zeige ich dann, was der Eispilz kann. So, jetzt kommt die Welle. Dann warten wir mal eben. Von wo jetzt welcher kommt. So, pass auf. Da haben wir sie jetzt alle.
Wir setzen hier den Eispilz hin und schon sind sie alle hier gefroren und die Pilze haben in Ruhe Zeit, kaputt zu machen. So, komm. Das schaffst du. Oder schafft ihr. Ich glaube an euch. Na los. Mach dir mal hier platt. Man sieht ja auch, wie lange der braucht, um sich wieder aufzuladen. Und wir haben einen neuen Pilz. Entschuldigung. Okay, du hast ja die neue Pflanze. Den Unheilspilz. Zerstört einen großen Bereich und hinterlässt einen Krater. Was haben wir denn hier? Okay, den Fliegengitter. Also wir nehmen Sonnenpilz, Pustepilz, den Angsthasenpilz. Wir haben Gräber. Also nehmen wir den Grabfresser mit, den Stinkpilz. Jetzt will ich gerade überlegen. Wir nehmen den Hypnopilz mit und den Unheilspilz natürlich. Und los geht's. Oha. Das sind schon ein paar Gräber, ne? So, komm. Mach schneller. Schneller. So, wo kommt er? Da oben. Ah, na los. Ah, da kommt doch der zweite hinterher. Das ist gut. So. Ja, natürlich kommt jetzt unten einer. Und wir haben zwei Wellen. Da müssen wir gleich sehen, dass wir wirklich genügend hier haben. Na, schafft er den? Wir machen hier noch einen Angsthasenpilz hin. So, zack. Oh, 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 Moment. So nicht.